Hallo und herzlich willkommen zum Websat Kultursalon im Rahmen des Mary-Klein-Festivals. Ich bin Heike vom Websat e.V. Wir sind ein gemeinnütziger Verein aus München und betreiben ein Online-Magazin auf www.websat.de, W-E-P-S-E-R-T.de. Das letzte Mal im Websat Kultursalon hat Alicia euch Keith Sanger King vorgestellt. Keith ist eine ugandische Transfemme, nicht-binäre Künstlerin mit Fluchthintergrund und hat euch eine Hammer-Performance hingelegt. Heute ist die Lyrikerin Pega Mundt bei uns zu Besuch im Websat Kultursalon. Willkommen, Pega. Hallo. Hallo, Heike. Wir kennen Pega von Websat schon länger und schätzen sie als Person und als Dichterin für ihre Feinfühligkeit und für ihre poetische Stärke. Wir haben sie schon mal vorgestellt auf unserem Online-Magazin im Rahmen von Girl Crush. Das ist ein kleines Porträt, in dem wir Personen vorstellen, die uns inspirieren. Das kann man auch online nachlesen. Pega, möchtest du dich einmal vorstellen? Ja, also ich schreibe. Ich schreibe vor allem Lyrik und manchmal auch kurze Prosa. Und ich freue mich total, heute hier über Websat hier im Mary Klein zu sein. Ja, was soll ich sagen von mir? Ich stelle dir mal die obligatorische Frage. Ja. Warum schreibst du? Und warum schreibst du so, wie du schreibst? Ja, das mit dem Schreiben ist eine große Frage, hat viele Facetten. Ich habe sehr spät angefangen zu schreiben, weil das Schreiben mich gefunden hat oder ich dann das Schreiben finden konnte und habe 2014 dann zum allerersten Mal einen Text veröffentlicht in einer Literaturzeitschrift in der Münchner Außerdem. Und ab dann ging es immer so weiter. Und du hast auch einen Blog? Ja, ich habe einen kleinen Blog gemacht, zu der Zeit, als ich eben angefangen habe, intensiver auch zu schreiben. Dass es so spät im Leben gekommen ist und passiert ist, das hängt einfach mit meiner Biografie zusammen. Also das hat sich einfach so entwickelt und so ergeben. Ja. Ja. Du, wie die allermeisten Lyrikerinnen, lebst du jetzt nicht vom Gedichte veröffentlichen, sondern du hast auch einen ganz interessanten Beruf im Care-Bereich. Möchtest du darüber vielleicht noch was erzählen? Ja, das stimmt. Also ich bin von meiner Ausbildung her, ich habe Psychologie studiert und arbeite als Psychologin in einem Bereich, der, wo man jetzt vielleicht so landläufig nicht unbedingt Psychologinnen sucht. Ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen im heilpädagogischen Bereich und die Kinder, mit denen ich zu tun habe und die mir begegnen, die haben sehr gravierende Handicaps. Also der gemeinsame Nenner ist eine sogenannte schwerste geistige Behinderung und dazu kommen oft überlagernd oder parallel einfach andere Handicaps, schwere Epilepsien, auch große körperliche Einschränkungen, Spastiken, auch Atemprobleme, Essprobleme, Verhaltensprobleme, viel auch aus dem autistischen Spektrum. Und hältst du das streng getrennt, die beiden Arbeitsbereiche? Beeinflussen die sich gegenseitig? Ja, jein. Also es ist so, dass diese Arbeit liegt mir sehr am Herzen. Das ist ein Beruf, den ich sehr gern mache, der mir sehr zugewachsen ist und wo ich wirklich sehr drin bin. Und innerlich beeinflusst das natürlich das Schreiben oder die Themen, die ich sehe. Aber äußerlich halte ich es total getrennt. Ja. Das muss ich auch. Ja, das ist einfach für mich gesünder und besser, wenn ich arbeite, die Berufsarbeit und die Schreibarbeit trenne nach außen hin. Das ist aber auch anstrengend, weil ich so ein bisschen ist es so, ja, ich führe zwei Leben, die immer wieder zusammenkommen, aber die auch manchmal sehr, sehr parallel nebeneinander herlaufen müssen. Und von den Menschen, denen ich begegne, sind es ganz unterschiedliche
Gruppen von Menschen, ja, denen das glaub ich ich, in ja. der Lyrikszene begegne oder ja, beim Schreiben, wen ich da kennenlerne und treffe, tolle Menschen und in dieser anderen Welt auch ganz tolle Menschen, aber das sind sehr getrennte Welten. Ja, das so. Glaube ich. Danke, dass du uns an beidem teilhaben lässt. Pega hat uns allen einige Texte aus ihrem Werk mitgebracht. Die wird sie jetzt in einem Lesungsteil vorlesen. Und danach frage ich ihr noch ein paar Löcher in den Bauch zu den Texten und zu anderen Fragen. Okay, ich habe vier Texte mitgebracht, vier kurze Texte. Und ja, wir werden nachher sehen, worum es da vielleicht geht. Geht oder was da noch zu sagen ist dazu. Ich werde jetzt erstmal lesen. Die Texte heißen Marienglas, der erste. Wald heißt der zweite. Nacht, der dritte. Und dann gibt es noch ein bisschen eine Werbung. Marienglas. Das Kontrollierbare franzt aus an den Rändern. Sitzt unsere Braut? Sitzt, fädelt, flickt, dreht's Auge nach innen, scrollt durchs Portfolio. In den tiefen Archiven leuchten Fragmente. Geschichtet Schutz, Schmuck, ockerfarbener Lehm, Blätter, Felsstücke, Federn, Gespinste, wucherndes Haar, Zöpfe, Ballast, Bälge, Beläge, Leder, Leinen, Baumwolle, Seide. Tag um Tag schabt die Braut Stoff, wird leichter und leichter, bis ihre Haut spannt über Rippen, Sternum, Schlüsselbein, bloße Haut, unversehrt. Keine Wunde, kein Riss. Das Bild steht auf allen Schirmen. Niemand weiß weiter. Die Geheimnisse schweigen. Unter die Haut zu kommen, ist schwer. Sonderbar, diese Rede. Wald. 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 Der Wald. Der Wald wandert gleichmütig weiter über unsere Schläfen, rücken die Bäume vor. Dezennien später dein, mein Antlitz bewachsen. Sieh in den Spiegel. Versteckt unsere Münder im Tannenreis, schlafen Rinden, Rot, Borken, Lippen, nadelschartige Einbäume, moosdick gepolstert, Käferlöcher, nach innen gegrabene Röhren. Wohin? Wohin? Wohin, wohin, wohin? Wohin will der Weg? Kommt kein Wort über unsere Lippen, laufen Ameisen emsig, bewegliche Kleckse, rennende Krakelbeinchen flimmern, auf der bewohnten Borke blühen Botschaften anders berät. Le beaux arbres. Die Nacht bewegt sich kaum unter der Decke von stinkendem Licht, zirpt die Stadt mit
geschwollenen Lidern stehen Mon âme douce und ich in der Pfütze. Kunst, Kultur, Konsum, Sammelsurium. Berge von Ameiseneiern verschütten den Quelltext. Wie geht's uns denn heute? Zwischen den Augen sticheln die Zeichen, endlose Schleifen, Wände rauf, runter rast weißes Rauschen hinter verschlossenen Türen im Nessushemd. Aventüre, mein Ameisenseelchen und ich. Was macht die Nacht? Nacht wird vom Regen gelöscht. Aus dem Fade-out taucht morgens der Held auf, der junge Tag trägt Augenbinde, schwarze Kapuze, schlürft über eine Pfütze kauernd Licht aus hohlen Händen, tropft aufs Blatt mein Seel, Verlangen nach Anbetung und Anarchie. Werbung. Werbung. Eine Werbung. Frauenlob. Herzlichen Glückwunsch und keine Sorge. Mit dem Kauf dieser formschön gefalteten Frau haben Sie Ihren guten Geschmack politisch korrekt, ohne Aufpreis, frisch auf dem Tisch. Jetzt auch langlebig sonnengebräunt, mit besten Umgangsformen zusammenklappbar, ist diese hochwertige Frau bei Bedarf platzsparend, all-inclusive, Spülmaschinen geeignet. Im Störfall Schutzfolie abziehen, grobe Verunreinigungen feucht abwischen, die Oberfläche zum Selbstkostenpreis für Nichtraucher mit Berechtigungsschein bis zu 0,75% Konto bei Barkauf. Oben rechts Wertmarke aufkleben. Im Nahverkehr empfehlen wir öffentlich optimiert diese Frau. Vollmundig, mit frischer Garantie, in jeder Stellung bequem zur Hand, bei Nichtgefallen roten Knopf drücken. Achtung! Auf dem Weg in die Zukunft ab sofort exkludiertes Restrisiko. Für bis zu 3 Kleinkinder ist diese Frau essbar mit echten Kleinteilen. Genießen Sie. Jetzt diesen Luxusartikel ohne Sorge und herzlichen Glückwunsch. Sie haben Ihren guten Geschmack in trockene Tücher gefickt. Danke, Pega. Ich bin wie immer weggeblasen. Wo muss ich unterschreiben für den Frauenkauf? Ich gebe dir nachher den Vertrag. Wir machen das dann nachher. Okay. Genau. Es gibt 2 deiner 4 Gedichte, auf die ich gerne ein bisschen näher eingehen würde. Du, Marienglas. Ich habe mich im Vorlauf zu unserem Gespräch hier mit dir darüber unterhalten, um was es darin geht. Und du hast mir angedeutet, dass es mit einem Märchen zu tun hat. Ja, also das Urbild sozusagen, oder ich sag mal was, so ein Gedicht, das bei mir, ich sammle viel Stoff und schnappe und collecte Worte, Bilder, Sachen. Und mit der Zeit bilden sich dann manchmal Cluster, wenn es gut geht. Und dann merke ich, da will es in eine bestimmte Richtung. Also der Stoff bearbeitet sich ein Stück weit auch selber. Und
zu diesem Text war so ein initiales Bild, was ich gefunden habe, ein Bild aus einem Märchen. Das Märchen ist die Gänsehirtin am Brunnen, also Brüder Grimm. Mhm. Und muss man jetzt gar nicht wissen, worum es da geht. aber es gibt eben diese, eine junge, sehr schöne Frau, die ihrem Vater eine falsche Antwort gibt, die er nicht hören möchte. Sie ist klug und sie spricht aus ihrem Herzen, aber das kann er nicht würdigen, sondern er verstößt sie. Und sie muss daraufhin in einer hässlichen Haut leben. Also ja. Sie bekommt eine Haut, die sie anziehen muss. Sie darf sich, kann sich den Menschen nicht mehr als die zeigen, die sie eigentlich ist, in ihrem Glanz, in ihrer Schönheit, in ihrem eigentlichen Wesen, unverstellt und unbefangen. Und sie zieht nachts, wenn es dunkel wird, kann sie diese Haut abziehen bei einem Brunnen und kann sich dort waschen. Und dieses Bild, dass eine Frau in einer Camouflage lebt, in falschen Haut, in einer hässlichen Haut, in der Haut einer alten Frau, so ist es im Märchen gesagt, das hat mich sehr beschäftigt. Der Text bewegt sich um Schichten, um Häute, die auf Frauen vielleicht gelagert werden. Also alles, was an Konvention da ist, was an Geh- und Verboten da ist, was gesellschaftlich gegeben ist und wo es unter Umständen dann sehr schwierig wird, eigentlich zu finden, was ist denn meine Identität? Also hinter all diesen Rollen und Schablonen und Funktionen und To-Dos und Pflichten, wo ist meine Schönheit? Ja. Und wann und wo darf ich sie zeigen? Also das ist so ein Einstieg in dieses, in diesen Text, wobei das der ja auch heute hat und Hüllen und Schichten. Ne? Ja, genau. Ja, dieses, also und das ist so ein Bild, was mich sehr beschäftigt. Einfach wie was gehört zu mir und was was ist mir angeklebt worden sozusagen? Ja, ja, was möchte ich abschaben? Damit ich zu mir komme, damit ich unverstellt bin. Ja, so. Das hat mir sehr imponiert. Mhm. Schöner Text. Und dann bei dem Wald, ich verstehe, es geht um Bäume irgendwie. Was hat es denn mit denen auf sich? Da krabbeln Borkenkäfer drauf rum. Mhm. Das sind ja auch irgendwie, der hat ja auch irgendwie so Schichten, der Baum, nicht wahr? Und ja, es geht auch um Schichten. Der Text hat auch, ich würde mal sagen, oder für mich so, wie ich ihn halt betrachte, wenn er fertig ist, kann ich ihn betrachten und schauen, was ist da eigentlich. Der hat unterschiedliche Türen, durch die man in ihn hineingehen kann und man kann in verschiedene Räume dieses Textes gelangen. Und jeder Raum ist vielleicht was anderes und jede Leserin oder jeder Mensch, der ihn hört, kann was anderes hören. Und ein Raum ist für mich die vergehende Zeit, also der Wald wandert gleichmütig weiter. Der Wald ist ein Bild vielleicht für Zeit oder für etwas, was einen großen Bogen macht, was größer ist auch als die kleinen Menschen. Man kann vielleicht auch darauf zugreifen, dass es eine Beschäftigung ist mit der Fragilität des menschlichen Daseins und auch dieser Zivilisation, die wir geschaffen haben, die auf sehr dünnen, sehr hohen, aber auch dünnen Beinchen steht. Und dahinter ist was viel Größeres, die Erde, die einfach die weiterrollen wird, egal ob da kleine Menschen drauf sind oder nicht. Und es kann aber auch vielleicht, kann man in diesem Text auch in einen Raum gelangen, wo es um Kommunikation geht, um Sprache. Also
welche Sprache sprechen wir? Wie sprechen zwei Menschen miteinander? Was haben die sich zu sagen? Kein Wort kommt über unsere Lippen. Die Bäume sprechen eine andere Sprache. Also viele kleine Lebewesen bewegen sich in diesem Text, die fremd sind, die auch eine andere Sprache sprechen. Also ja, das, ich will jetzt hier nicht zu lang. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal, dass du uns so ein paar kleine Türen zu deinen Texten geöffnet hast. Ich werde mich da noch tiefer reinbuddeln und unsere Zuschauer bestimmt auch. Vielleicht noch einen anderen Aspekt. Du hast letztes Jahr bist du mit dem Gertrud-Kolmar-Preis ausgezeichnet worden. Das ist ein Lyrikpreis, der von Fix Poetry ins Leben gerufen wurde. Weil unter anderem, weil Frauen bei Preisvergaben zuverlässig weniger oft ausgezeichnet werden. Wie erlebst du denn dein Frausein in der Lyrikszene? Also, oder wie hast du die Preisvergabe erlebt? Ja, vielleicht konkreter. Also der Preis, der war nur, also der hat sich nur an Frauen gerichtet. Man konnte nur einreichen als Frau. Und er war sehr niederschwellig, sage ich mal. Das heißt, es gab keine Altersbeschränkung und es gab auch sonst keinerlei Vorgaben, dass man bestimmte Veröffentlichungen hätte erfüllen müssen oder irgendwelche Bedingungen, sondern die Vorgabe war einfach, schreib 5 Gedichte so und reiche sie ein. Und es haben sehr viele Frauen Texte eingereicht, weit über 1000 Einreichungen kamen. Und das war natürlich einfach für mich auch eine Möglichkeit, mich da bewerben zu können, weil durch mein Alter mir viele Möglichkeiten, mich irgendwo zu bewerben, auch verstellt sind. Du also leitest gleich ein bisschen über zu meiner nächsten Frage. Du hast mal gesagt, dein lyrisches Alter ist relativ jung, aber dein biologisches Alter ist nicht mehr ganz so jung. Und ich weiß, dass die klassische Literaturförderung geht bis 35 Jahre und danach sieht es dann eher mau aus. Du hast die Lyrikbühne vergleichsweise spät betreten, mit 51 Jahren. Ja, so, ja, 2000. Wie ist das denn, wenn man da unter lauter Küken ist? Ja, es ist zwiespältig. Also es hat verschiedene Facetten. Ich fühle mich so den jungen Stimmen zugehörig. Vom Schreiben her fasziniert mich das, was junge Menschen machen, die also viel, viel jünger sind als ich, weil ich das Gefühl habe, das ist das Lebendige. Und da geschieht viel und da werden auch Wagnisse eingegangen und es wird experimentiert. Und das gefällt mir und ich bin ja auch auf der Suche. Also ich suche auch meine Stimme, meine Art zu schreiben. Deshalb fühle ich mich schon in diese Gruppe reingebunden. Was mir fehlt oder was vielleicht ein Unterschied ist, durch mein Alter und dadurch, dass ich eben diese ganze andere Biografie auch wie ein Korsett oder wie ein Kleid mit mir trage, kann ich jetzt nicht an einem Literaturinstitut studieren und mich dadurch unter Peers bewegen, im Alltag. Ja. Und es fehlt mir. Also, aber ich habe auch sehr viel Wohlwollen, sehr viel Unterstützung erfahren von unterschiedlichsten Menschen, die mich immer wieder ermutigt haben. Oder jetzt hier zu sein, einfach auch ein Stück Ermutigung. Ja, sehr schön. Vielleicht noch, das gehört natürlich dazu zu diesen Zeiten, vielleicht noch eine Frage zum Thema Sichtbarkeit in Zeiten von Corona. Du bist aus Gröbenzell, das ist jetzt auch nicht die pulsierende Metropole wie München. Ja, ist eher ruhig. Hast du irgendwelche speziellen Aktionen gemacht oder hast du irgendwie aktiv dagegen gearbeitet, in Gröbenzell in so einer Blase zu sein? Ja, ja, das tue ich irgendwie ständig, aber ich war in dieser Zeit sehr, also ich hatte trotzdem zu tun. Klar. War eigentlich, ich habe eher innerlich gearbeitet, also ich war einfach sehr damit beschäftigt, diese Zeit irgendwie
ja, gesund zu bleiben, auch für Ja, mich, ja, also mich ja. nicht deprimieren zu lassen. Und Ich glaube, viele nutzen das auch als Chance, wieder den Fokus ins Innere. ja, Und das zu ist legen, genau. Lyrik machen ohnehin eine Ja. größtenteils innere Ja. Angelegenheit. Super, Pega. Vielen, vielen lieben Dank, dass du uns besucht hast im Website Kultursalon und Ja, uns deine danke. tolle Poesie mitgebracht hast. Das nächste Mal im Website Kultursalon kommt Susanne Spahn und zeigt euch, wie man die Alexander-Technik für Self-Care nutzen kann. Vielen Dank nochmal an alle Zuschauer. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr Lust auf mehr Websat habt, nochmal der Hinweis auf unsere Website. Das ist www.websat.de, WePSERT. Bye. Ciao.